Korrekt, es läuft. B. Von Abi 3b, Vektoren Abi 2007. Um das auch mal anders auszudrücken. Wir haben zu bestimmen die Punkte auf der geraden G Doppelpunkt X-Vektor gleich 086 plus R mal 53 minus 4. Das ist jetzt aus der Aufgabenstellung, die einen Abstand von Wurzeln aus 200 Längeneinheiten von C haben. Und C ist der Punkt 086. Also dieser hier, von dem die Gerade auch losgeht. So, ein Abstand von Wurzel aus 200 Längeneinheiten. Da kriegen wir jetzt ein Problem. Denn wenn ich jetzt hier eine 1 einsetze für R, dann komme ich genau so weit in Längeneinheiten von 086 weg oder vom Punkt C weg, wie dieser Vektor hier lang ist. So, das bedeutet, ich muss erstmal muss ich mir eine hessische Form der Gerade hier bauen, die nämlich genau einen normierten, auf eine Längeneinheit normierten Richtungsvektor hat. Das heißt, ich kümmere mich erstmal darum, was ist der Betrag von 5, 3 minus 4? Das ist ja Wurzel aus, ne, hatten wir vorhin schon mal, Wurzel aus 50. Vorhin heißt in Aufgabenteil C, wer sich dafür interessiert. Das hat eine Länge von Wurzel 50. 5 zum Quadrat plus 3 zum Quadrat plus minus 4 zum Quadrat. So, wenn ich den jetzt hier auf 1 normieren will, dann muss ich 1 durch Wurzel 50 noch vor diese 5, 3 minus 4 schreiben. Das heißt, die normalen Einheitsform dieser geraden G Doppelpunkt X-Vektor gleich 086 plus 1 durch Wurzel 50, R mal 5, 3 minus 4. Dieses Dings, die C können wir hier mal wegnehmen, weil das ist ja schon C. Es geht jetzt nur noch darum, was muss ich hier einsetzen. Dieses Teil hat jetzt eine Länge von 1. Ja? Wenn ich die Länge von 1 mit R und die Orientierung von dem Vektor, von dem Richtungsvektor, das heißt die gleiche Richtung und ist es ein lang, kann man sich vorstellen. Hier ist Punkt C und das ist jetzt quasi eine Einheit lang. Dann können wir noch eine Einheit lang gehen und noch eine Einheit lang gehen und noch eine Einheit lang gehen. Dann hätten wir jetzt hätten wir den Punkt, wenn wir 1, 2, 3, 4 eingesetzt hätten, der vier Einheiten, vier Längeneinheiten weg ist von C. Jetzt wollen wir aber einen haben, der nicht vier Längeneinheiten weg ist, sondern Wurzel 200 Längeneinheiten. Das heißt, diese Wurzel 200 wird hier für R eingesetzt. Und dann, das schreibe ich jetzt nicht nochmal neu auf, dann haben wir. Ach, wir haben ja zwei Stück, ne? Wurzel aus 200 Längeneinheiten von C weg heißt ja, wir können in diese Richtung, wenn das die Richtung 5, 3 minus 4 ist, und wir können in diese Richtung. Das heißt, ich kann jetzt P1 bestimmen, den schreibe ich mal hier hin. P1, Vektor natürlich, ist gleich 086, jetzt schreibe ich es doch auf, als hätte ich nicht gerade eben was ganz anderes gesagt, plus Wurzel 200 mal 1 durch Wurzel 50 mal 5, 3 minus 4. Und dabei kommt raus der Vektor 10, 14, minus 2. So, jetzt kann man schon mal hingucken und zur Kontrolle steht ja bei solchen Klausuren gerne mal hin. Oh, einer der beiden Punkte ist genau dieser hier. Haben wir schon mal schön, das ist allerdings der Vektor. Wir wollen ja einen Punkt angeben, müssen wir angeben P 10, 14, minus 2. Wenn wir jetzt hier statt plus 200 minus 200 eingegeben hätten, dann wäre hier hinten dann P, das hier war ja P1, wäre P2 minus 10, 2 und 14 rausgekommen. Und das hätte man natürlich dann auch hier schön einsetzen können. Plus 14. So, das ist dann nicht mehr P1, sondern P2. Und dann haben wir beide Punkte raus und haben für diese schöne Rechnung exakte 4 Punkte gekriegt.